So, da bin ich wieder und weiter geht's mit Versuch Nummer 3. Ich werde jetzt versuchen, direkt abzuhauen, heißt alle Sachen mitnehmen und gehen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß zwar noch nicht, wohin ich gehen soll, aber ich gehe. Das ist, ja, jetzt so meine Taktik, die ich mir überlegt habe. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich hoffe, es wird klappen. So. Genau. Ich starte mir alles. Zack. In emergency break everything. Okay. Okay. Ah, warte. So. Kennen wir schon, ne? So. Kennt er ja nicht. Shane 248. Okay. Basic Survival.
Mist, 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 nein, nein. Holy moly, holy moly, holy moly, holy moly. Ich sterbe gerade. Was? Ach so. Ah, die Hungersleiste, da wird angezeigt, wie viel man da zurückbekommen würde. Ja, das reicht jetzt erstmal. Ich hoffe, ich regeneriere. Komm schon, regeneriere bitte. Jawohl. Puh. Puh. Gott. Nicht schon wieder. Hä? Oh. Muss ich wohl doch auf 1 setzen dann. Sorry, dass ich so wenig rede, aber das ist gerade echt Konzentrationssache. So, Desperate Times. You may have noticed the lack of food on this planet. Well, I have a temporary solution. You aren't going to like it much, but given the only alternative is starving to death. Oh nein, Zombie Jerky. You see all the dust around you? Well, I'm reading high concentrations of salt. I'm positive you can get useful amounts here just by doing a little sifting. Sticking a salt water bottle in a furnace would also work, although it ruins the bottle. Wie kriege ich denn Salz? Krieg ich? Nicht? Crafting Station. Gut. Bone meal, ich hab Bone meal.